Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit der atemberaubenden Aussicht von unten nach oben in Projekt X. Also hier, wo wir das letzte Mal stehen geblieben waren. Und ich habe es tatsächlich geschafft, es nicht zu vergessen, wo wir hier weitermachen wollten. Und zwar hier unten. Wir müssen noch den Boden rausmachen und die Wände. Das war's dann. Und ja, ich lege damit halt auch schon los, weil ich hier endlich fertig werden will. Dafür, dass so lange dann schon fast geplant war, dass wir es gar nicht weitermachen, bin ich jetzt umso glücklicher, dass wir es eben doch tun und auch schon fast fertig sind. Also mit dem ersten Schritt. Es kommt noch ein weiterer. Okay, das war riskant. Ich möchte diese Spitzhacke nicht unbedingt kaputt machen. Es kommen noch mehr Schritte und dann können wir eigentlich auf dem Wasser außenrum noch so ein paar Hütten bauen. Und das Ganze möchte ich natürlich unterirdisch auch noch an unseren Keller anschließen. Das wäre so der Plan eben für die heutige Aufnahme. Je nachdem, wie weit wir kommen oder wie blöd ich mich eben auch anstelle, das kann ja, ne, das liegt ja alles im Bereich des Möglichen, man kennt mich. Aber ja, ihr wisst Bescheid, das ist eben der heutige Plan. Wir rupfen hier erstmal eben noch die letzten Steinchen raus. Dann werden wir sehr viele Steinziegel brauchen. Also wirklich sehr viele. Das wird auch nochmal sehr lange dauern, bis wir das Ganze hier eben aufgebaut haben. Und wenn wir es aufgebaut haben, spätestens dann werdet ihr auch erkennen, was wir hier eigentlich bauen. Für diejenigen unter euch, die es eben noch nicht erkannt haben. Wobei ich denke, ihr seid schlau. Ihr wisst doch alle schon. Das ist doch gar nicht so schwer zu erraten. Der Einzige, der es immer noch nicht weiß... Was? Oh, ruckel heute. Der Einzige, der es immer noch nicht weiß, bin glaube ich ich. Ich bastel hier einfach. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Wie immer. Das ist, aber das ist auch so ein grundlegender Aspekt meines Lebens. Machen ohne Ahnung. Schon immer. Da stehe ich einfach drauf. Das ist, boah, klasse. Richtig gut. Und wir sollten, glaube ich, auch zuallererst mal ein bisschen ausmisten. Ich würde bloß ganz gern hier die Kohle schon mal mitnehmen. Dann können wir nämlich oben auch, dann können wir nämlich oben auch gleich die Öfen anfeuern. Also so, Ofen. Yeah, Ofen vor. So in die Richtung. Oh, schön hier. Da schwimmt Kohle. Der Ertrunkene kommt, glaube ich, nicht zu uns. Er sieht uns zwar, aber er kann hier nicht hin. Vielleicht werden wir das auch irgendwie, irgendwo, irgendwann noch integrieren. Ups. Hallo. Dass man da in die Schlucht kommt. Ich finde diese Schlucht nämlich tatsächlich sehr cool. 39 Kohle ist jetzt nicht so viel. Aber wir kriegen ja hier auch noch ein bisschen. Ich sollte aber auch meine epische Glückshacke dafür verwenden. So, jetzt haben wir Kohle. Die schmeißen wir gleich oben in die Öfen, damit wir möglichst bald sehr viele Steinziegel bekommen. Den Rest holen wir uns eben aus dem Keller, aus unserer Industrieschmelze. Da müsste inzwischen auch schon einiges drin sein. So. Okay, die Steinkohle, die möchte ich auch gern haben. Deshalb bauen wir die hier mal kurz nochmal auf und dann mit der Glückshacke ab. Dann kriegen wir unsere Öfen auch voll, denke ich. Also ich bin schwer davon überzeugt. Da können wir sogar noch ein bisschen mehr machen. So. So viel Koppel haben wir eigentlich gar nicht. Eins.
Bei und das war's. Wir haben doch bestimmt... Ui, ui, ach, das könnte sogar reichen. Ich habe ganz vergessen, dass wir sogar tatsächlich sehr viel davon haben. Und Kobel haben wir gar nicht so viel hier. Ja, das ist einerseits ganz cool. Andererseits... Ich will aber auch einiges brennen. Boah, und Kohle haben wir auch noch einen Haufen. Haben wir wirklich so wenig Cobblestone? Das ist ja fast schon traurig. Aber nur fast. So, nochmal zwei Stacks. Ich schmeiß mal kurz das Spinnauge weg, sonst muss ich nämlich jedes Mal nach justieren. So kann ich meine Stacks einfach halbieren. Das macht schon mal 4. Und dann machen wir hier einfach noch den 5. Achso, das war jetzt eine zu viel. Und den Rest schauen wir, dass wir so gut wie möglich eben noch aufräumen, bis wir es brauchen. Momentan bräuchten wir nämlich erstmal etwas Platz im Inventar. Da versuchen wir mal so viel wie möglich hier rauszuschmeißen. Auch wenn da gar nicht mehr so viel geht. Wie mir scheint. Und hier ist ja... Ach nee, hier ist auch von allem ein bisschen was drin. Das ist doch schön. Das kann alles raus. Brauchen wir gerade eben nicht. Ich nehme mal gleich nochmal 4 Stacks Stein mit. Das macht auch nochmal 4 Stacks von den Steinziegeln. Damit können wir erstmal ein bisschen arbeiten. Bisschen Kobbel sammeln wir jetzt auch wieder auf. Hauptsache, wir haben eben etwas Platz im Inventar. So, hier brauchen wir zwar gerade gar nicht unbedingt, aber wenn wir es schon kriegen, warum denn auch nicht? Vielleicht brauchen wir es ja später. Schauen wir mal. Schauen wir einmal. So, hier noch schnell durch. Dann klatscht man einen Boden rein. Das wird mit dem Obsidian auch noch lustig. Das dauert halt ein bisschen. Dann noch kommen die Wände. Und dann der Rest. Nein. Ich hätte nie gedacht, dass wir je fertig wären. Schade, dass ich das so lange aufgeschoben habe. Wir könnten das Ganze ja schon lange hinter uns haben. Aber ja, jetzt ist es halt mal so. Was willst du machen? So. Ich glaube, ich packe hier erstmal Boden rein, bevor ich mich ans Obsidian mache. Nicht, dass da irgendwie Lava rausfließt. Ich würde zwar eigentlich gar nicht gehen, aber egal. Eins nach dem anderen. Dann haben wir hier einen schönen, riesengroßen Raum. Genau das wollte ich. Und so bleibt das. Hier wird nichts mehr gemacht. Ich wollte einfach hier nur ein riesengroßes, ja, kraterähnliches Loch im Meer haben, was gar nicht so kraterähnlich ist, weil ein Krater ist selten eckig. Aber so vom Prinzip her. So. Haben wir es gleich. Dann Obsidian. Daraus können wir vielleicht irgendwann auch noch was Schönes zaubern. Oder halt auch nicht. Mal sehen. Hier kann ich ein bisschen Granit reinknallen.
Okay, die Lava ist hier, glaube ich, einfach ein bisschen zu tief. Das wird halt jetzt gefühlt 2 Jahre dauern, bis wir da endlich durch sind. Aber ist ja auch schön, ne? Ist ja halt mal was anderes. So, dann mach mal Kobbel rein. Kann ich auch mitleben. Dann klopfen wir das hier weiter raus, bis wir dann irgendwann mal durch sind. So im Laufe des Tages. Oder der Nacht. Je nachdem. Und aus dem Obsidian bauen wir dann einfach irgendwo einen Obsidian-Turm. Und das wird sowieso schon Nacht. Also mit dem Boden werden wir im Laufe der Nacht fertig. Nicht im Laufe des Tages. Ist mir aber auch egal. Also Hauptsache wir werden fertig. So, haben wir's. Mehr oder weniger. Dann muss ich mal überlegen, was wir eigentlich für eine Höhe brauchen. Das überlege ich vermutlich, während ich die Wände mache. Oh, noch mehr Kohle. Auch sehr schön. Ich würde sie zwar lieber mit der Behutsamkeit abbauen, damit wir sie in den Kohlekeller schmeißen können, aber ja, ist halt jetzt nicht. Sorry dafür. Man kann eben auch nicht alles haben. Und dieses Gurgel nervt extrem. Das ist aber auch je nachdem, wie der Kack-Computer hier Lust hat. An manchen Tagen, da sagt er, ey, geil, lass zocken. Heute ruckel ich nicht, da kannst du richtig schön genießen und so. Und dann gibt es wieder Tage, wo er sagt, du, Digga, hab keinen Bock. Muss los. Aber eines Tages, da werde ich ihm das Ganze austreiben. Weil dann ist das ja nur noch der Aufnahmen- und Streaming-Rechner und die Spiele laufen auf einem anderen, den ich einfach ausreichend motivieren werde. So. Überall Wassereinbruch, ja, hier auch wieder. Auch manchmal so ein kleines bisschen nervig. Dann haben wir aber hier die Wände bald durch. Auch erstaunlich, dass hier, obwohl es dunkel ist, kein einziges Monster ist. Normalerweise wäre ich jetzt schon instant 3-mal gestorben. Ich kenne mein Talent und ich kenne mein Glück. Sie sind beide nicht vorhanden. Weder Talent noch Glück. Sag mal. Da versperrt mir der Stein einfach den Weg. Was soll denn das? Dieses Rumgestöhne jedes Mal. Sollen sie sich mal ein Zimmer nehmen oder so? Diese blöden Zombies. Schwein. So, 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 so. Oh, stimmt ja, hier war ja eine Höhle, die ich schon wieder völlig vergaß. Mm-hmm.
Aber dann sind wir eigentlich gleich mit dem gröbsten, beziehungsweise mit der schlimmsten Arbeit auf jeden Fall, sind wir dann gleich durch. Das macht mich schon irgendwie stolz und glücklich. Ganz klar. Ups, das war fail. War jetzt nicht so klug. Aber ich wusste auch nicht mehr, dass da Wasser dahinter ist. Ist ja schon ein paar Tage her. Gut. Im Großen und Ganzen können wir sagen, der Grundriss steht. Wenn es auch nur der Grundriss ist. Jetzt muss ich überlegen. Schwierig. Müsste eigentlich so funktionieren. Und dann da. Probier mal eben. Höhe beibehalten. Okay. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Und dann den hier. Dann haben wir das. Ja, so sollte das funktionieren. Davon werden wir jetzt sehr viel machen müssen. Oh, okay. Jetzt brauchen wir eben wirklich, wirklich, wirklich viele Steinziegel. Das könnte nochmal dauern. Am besten mache ich gleich das komplette Inventar voll. Also so komplett alles. Wäre zumindest das Einzige, was wirklich Sinn ergibt, damit wir hier vorankommen. Juti! Alles raus. Das hier dafür alles rein. So, das rein. Fackeln brauche ich eigentlich. Ja, doch, unten bräuchte ich ein paar Fackeln. Aber die kann ich durchaus auch in die Nebenhand packen. Da stören sie nicht. Diamantschaufeln brauche ich gerade nicht. Das kann eigentlich mal alles da bleiben. Ich würde mal eine Spitzhacke mitnehmen. Und eben das Schwert. Falls wir mal überrascht werden. Da steckst du ja nicht drin. Und dann können wir hier ordentlich loslegen. Einmal alles umwandeln. So. Dürfte eigentlich erstmal reichen. Wir schlafen erst. Fällt mir gerade so ein. Ich bin sehr, sehr müde. Also wirklich sehr, sehr müde. Spinne, was soll das? Bleib unten. Bleib, wo du hingehörst. Und du gehörst nicht zu mir. Und was ich auch machen sollte, dafür schmeiße ich mal kurz ein Stack hier wieder rein. Ich nehme mal Eisen und nehme hier Eisen. Und ich nehme Kohle. Und schmeiß sie damit rein. Das werden wir nämlich auch brauchen.
Haben wir sonst etwas, was wir hier dann demnächst brauchen werden? Ich glaube nicht. Nö, 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 nö. Ein bisschen was werden wir dann aus dem Keller holen müssen. Aber fürs Erste reicht das hier. Du kleiner Schlingel. Du hast hier doch gar nichts verloren. Mach dich weg. Gut, vielleicht setzen wir als allererstes mal Fackeln. In etwa hier. Damit hier einfach zukünftig nichts mehr spawnt. So. Hier so ein bisschen random. Dann könnte das reichen. Gut, den Wasserfahrstuhl kann ich ja momentan sogar relativ gut nutzen. Dann machen wir hier mal so eine Zwischendecke rein. So.